überriss Mitternacht, zu tollem Leben die Stadt erwacht. Lichter, sie schimmern und flimmern von tausenden Karten. Singen und klingen, ein Locken, ein Lachen, ein Scherzen. Ein zärtlich Geküsse, ein Küssen und Kosen erfüllen die Luft, die betörende Luft von exotischen Rosen. Im Paradies ist Paris, ein wahres Märchen für Liebespärchen. Mein Gott, wie aufregend, wie interessant. Erzähl uns mehr, bitte, wir sind gespannt. Erzähl von Montmartre und allem und was. Von den kleinen Cafés und dem berühmten Bazar. Von den Plätzchen und lauschten Ecken. Wo Verliebte sich heimlich verstecken. Von den Bänken im Park und am Fluss. Wo man manchmal küssen sich muss. Ja, in Paris hat man's leicht. Jeder Verliebte sein Ziel erreicht. Reizende Frauen spazieren, stolzieren, planieren. Blick im Dunkeln, sie funkeln, den Mann zu verwehren. Paris muss es selber erleben, da fippert den Zauber der Stadt. Wenn sie einmal betrat, muss ich ihn völlig erwehren. Im Paradies ist Paris, ein wahres Märchen von Liebespärchen. Kommen können, das wäre amüsant. Ja, was treibt ihr da? Unsere Direktrice. Ist heute Feiertag? In unserem Modesalon wird gearbeitet. Fräulein Laura, wir sind ja so aufgeregt. Der Mann im Fenster, der nächtliche Skandal. Ich interessiere mich nicht für nächtliche Skandale an die Arbeit. Der maskierte Räuber im Bett der Lombardi. Was kümmert's uns? Was sagst du? Im Bett? Ein maskierter ein Räuber jedenfalls. Wozu hätte er sonst die Maske? Also Ruhe, Kinder, nicht alle zugleich. Ich verstehe ja kein Wort. Was ist geschehen? Was hat er im Bett zu suchen? Im Bett der Braut des Ministerpräsidenten? Er wollte sie gewaltsam entführen? Wie romantisch. Hat man ihn festgenommen? Man ist ihm nicht einmal auf der Spur. Wer weiß, was dahinter steckt. Bei einer Schauspielerin. Aber, meine Damen. Oh, Herr Andrea, unser Modechef.